Die 7-Tage-Inzidenz heute am Dienstag, den 17. November, liegt bei 302. Wir pendeln somit seit vergangenem Freitag ungefähr um die 300. Und die gute Botschaft ist, wir wachsen nicht mehr. Die Zahlen gehen nicht mehr nach oben, sondern sie haben sich auf einem Plateau eingependelt. Aber dieses Plateau reicht nicht. Wir müssen den Zahlen weiter nach unten kommen und vor allem deswegen, weil wir die Uniklinik immer im Blick haben müssen. Dort kommen ja zeitversetzt die Patientinnen und Patienten an und rund 140 Personen befinden sich dort in Behandlung, über 30 auf der Intensivstation. Und das ist schon noch etwas, was noch nicht entspannt ist und wo wir überlegen müssen, wie wir die Zahlen weiter nach unten bekommen. Am gestrigen Montag haben sich ja die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten getroffen, um darüber zu diskutieren, wie es mit Corona und den entsprechenden Maßnahmen in Deutschland weitergeht. Sie haben sich darauf vereinbart, dass man sich nächste Woche Donnerstag wieder trifft, um dann definitiv zu entscheiden, wie die Bundesrepublik durch den Corona-Winter kommen soll. Bis dorthin müssen wir in Augsburg tagesaktuell die Lage beobachten. Wir müssen entscheiden, wie wir mit den Zahlen umgehen. Sollten die Zahlen sich auch weiterhin auf diesem hohen Niveau von über 300 einpendeln, dann müssen wir schon auch überlegen, ob nicht weitere Maßnahmen hier in Augsburg, ganz unabhängig davon, was nächste Woche Bund und Freistaat machen, ob wir diese Maßnahmen nicht doch schon ziehen müssen. Aber ich hoffe ja immer noch, dass die Zahlen nach unten gehen. Und deswegen möchte ich alle nochmal bitten, vermeidet, wo es geht, Kontakte. Denn das ist der sinnvollste Schutz davor, dass man sich gegenseitig mit Corona ansteckt. Corona stellt uns alle vor riesige Herausforderungen. Tatsächlich, psychisch, emotional. Und mir geht es da wahrscheinlich nicht anders als Ihnen. Wir als Stadtverwaltung, wir als Stadtpolitik versuchen seit Monaten, das Bestmögliche für Sie, für die Augsburgerinnen und Augsburger zu regeln und zu gestalten. Aber vielleicht fehlen uns ja die ein oder anderen Ideen. Und deswegen habe ich den Bürgerbeirat Corona ins Leben gerufen, der morgen, Mittwoch, den 18. November, das erste Mal tagt. 10 Augsburgerinnen und Augsburger wurden ausgelost, die uns mal ihre Sicht der Dinge mit auf den Weg geben. Mir und meinen Referentinnen und Referenten sagen, was man denn noch anders machen kann, welche Themen wir vielleicht bisher zu wenig in den Blick genommen haben oder wo wir vielleicht ganz andere Ansätze wählen sollen. Wenn auch Sie Interesse daran haben, was diskutiert wird, dann klicken Sie rein. Der Livestream ist unter augsburg.de ab 18 Uhr scharfgestellt.